Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr heute dabei seid, wo unser Mikrofon freigegeben wird. Und zwar wollen wir wirklich eure Meinung hören. Wir wollen wissen, was ihr zur aktuellen Corona-Situation sagt. Und wir haben zwei Gäste hier, den Sergio und den Leon. Die können sich kurz mal selbst vorstellen, wenn ihr wollt. Hallo, ich bin Sergio, bin 14 Jahre alt, bin in Odenheim auf der Schule, folgt mir alle auf Insta. 1903 unterstrich Sergio. Ja, ich bin Leon und bin 14 und gehe auch auf Hohenheimer Schule. Richtig cool, dass ihr dabei seid. Freut mich total. Ich bin die Deborah und ich bin im Jugendtreff in Odenheim. Und wir haben noch jemanden in der Leitung? Genau, ich bin die Julia und ich bin für den Jugendtreff in Östringen zuständig. Unsere erste Frage ist an euch, wie es euch gerade geht. Boah. Also uns geht es gut. Wir sind ab und zu mal zu Hause, gehen auch ab und zu mal raus, ein bisschen Fahrrad fahren, aber auch nicht übertreiben. Ja, bei mir genauso. Und wie findest du die aktuelle Situation mit dem Coronavirus? Also, wie findet ihr die ganze Sache? Findet ihr das eher gut oder eher schlecht? Also ich finde es gut, weil Schulen zu sind. Aber so werden halt, also halt so gesagt, nicht gut, dass wir nicht mehr unsere Oma und so sehen sollen oder dürfen, weil wir ja den Virus dann vielleicht in uns haben und sie damit anstecken können oder so. Also ich finde es nicht gut, aber ich finde es auch irgendwie nicht schlecht, weil dann tun wir alle mindestens ein bisschen zu Hause bleiben und ja, kein Bock auf Hausaufgaben. Okay. Und vielleicht könnt ihr erzählen, gab es irgendwas, was in letzter Zeit besonders schwierig für dich war? Eigentlich nicht, oder? Nee, für mich auch nicht. War denn was besonders schön oder gut? Das Wetter. Manchmal halt. Ja, das stimmt. Ja. Das war jetzt im April richtig gut, das Wetter. Und dann, was habt ihr dann so gemacht? Wir sind ab und zu mal Fahrradfahren gegangen und dann vielleicht ab und zu mal kicken oder sowas. Ja. Ja, oder halt im, oder wir waren halt im Garten oder halt, ja, Fahrradfahren auch. Also viel draußen an der frischen Luft wart ihr. Ja. Ja, das ist echt gut. Das heißt, ihr habt die Zeit schon genossen. Ja. Voll gut. Und könnt ihr sagen, ob sich irgendwas bei euch verändert hat? Also irgendwie im Persönlichen, hat sich eure Einstellung auf irgendwas verändert? Oder habt ihr das Gefühl, dass bei eurer Familie irgendwas anders geworden ist, wo ihr jetzt irgendwie mehr aufeinander hängt? Oder hat sich was verändert in Freundschaften? Eigentlich nicht, nur halt die Aufstehzeit hat sich verändert. Willst du verraten, Und ich wann du aufstehst? ich glaube auch, dass die meisten jetzt zugenommen haben. Oh. Weil man sich, aber ihr bewegt euch ja eigentlich, bewegt ihr euch jetzt mehr wie vorher? Genauso viel wie vorher. Ja. Genauso viel. Aber bei den anderen nimmst du an, dass die eher zu Hause viel rumsitzen und dann eher zugenommen haben. Ja, und wann steht ihr so auf, wenn ihr sagt, es hat sich verändert? Also, ich stehe so 13, 14, 15 Uhr auf. Es kommt drauf an. Ich um 10 oder 11, dass ich halt dann schnell meine Hausaufgaben machen kann. Okay. Das heißt, dann geht ihr aber auch später ins Bett wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Viel zu spät. Wann geht ihr ins Bett? 2 Uhr. Uiuiui, Also, okay. bei mir kommt es drauf an, wenn ich zum Beispiel jetzt Netflix oder so gucke, dann bleibe ich länger wach, zum Beispiel bis um 4 oder 5. Ja, ich bin Anfang die ganze Zeit bis um 5 Uhr wach. Und
sonst nur bis um 3 oder so. Dann bin ich immer eingepennt. Ja. Dann okay, das ist eine lange Spaß. Okay, ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar, habt ihr Tipps, was man in Zeiten von Corona machen kann? Also eher Tipps gegen Langeweile. Zum Beispiel, also ich gehe dann ab und zu mal raus, ein bisschen Sport machen. Und eigentlich, ich mache alles, was ich davor schon gemacht habe. Aber halt mit einem Abstand jetzt. Mhm. Was heißt, was du alles schon gemacht hast? Also du hast ja gemeint Fahrradfahren. Was hast du noch alles gemacht? Ja, Fahrradfahren, irgendwo hin. Zum Beispiel mit irgendjemand rausgehen. Weiß nicht. Trefft ihr euch auch noch mit anderen Jugendlichen? Manchmal, nicht immer. Okay. So noch mit einem oder halt, weil mehr eigentlich nicht. Mhm. Wenn ihr sagt, dass ihr jetzt viel rausgeht, gibt es irgendwie so Plätze oder Orte, die ihr jetzt nicht mehr besuchen könnt, weil die abgesperrt sind? Oder irgendwelche Sportarten oder Aktivitäten, die ihr jetzt nicht mehr machen könnt? Vermisst ihr da irgendwas? Ja, in die Schule zu gehen, halt im Basketball mit Freunden zu spielen und halt die Fußballplätze und so und Schulen sind jetzt zu und so auch abgesperrt. Und Jugendtreff auch. Mhm. Ja, doch, stimmt. Ist schon eine ganze Menge, ja. Ja. Vielleicht habt ihr noch einen Ratschlag oder noch irgendeinen Tipp, den ihr euch so den anderen Jugendlichen, den anderen Freunden mitgeben wollt. Vielleicht noch irgendwie so einen Satz oder irgendwas, wo ihr sagt, hey, das wollen wir den anderen jetzt nochmal sagen. Geht ab und zu mal raus, aber mit einem Abstand zu den anderen. Ja. Und nicht zu Oma gehen oder so. Habt ihr eine Idee, wie man trotzdem vielleicht Kontakt zu Oma hält? Also macht ihr das dann, dass ihr irgendwie euch trotzdem bei ihr meldet oder habt ihr jetzt überhaupt keinen Kontakt zu Oma? Doch, also man kann ja, also meine Oma macht dann manchmal Fenster auf und dann reden wir halt über das Fenster. So. Also ich bleib draußen und sie ist halt drin. Dann macht sich Fenster auf, dann reden wir halt. Das ist eine gute Idee. Mhm, das ist wirklich schön. Spielt ihr jetzt irgendwie auch mehr im Internet oder Computerspiele? Hat das noch zugenommen oder würdet ihr sagen, das ist gleich geblieben? Ja, also eigentlich schon mehr als vorher. Okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt für das Interview und wir hoffen natürlich, dass wir euch bald wieder sehen können. Und dass wir auch wieder unsere Jugendtreffs bald aufmachen können. Genau. Und dann sage ich nochmal vielen Dank und bis hoffentlich bald. Ja, richtig cool, dass ihr dabei wart. Und auch wenn ihr generell, die ihr jetzt gerade zuhört, noch irgendwie Fragen habt oder euch noch irgendwas wünscht, dann meldet euch super gern bei uns über Instagram oder E-Mail oder ruft an. Wir freuen uns zu hören und richtig schön, dass ihr beiden dabei wart. Dann macht's gut. Tschüss. Ja, tschüss. 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 Tschüss.